Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Es gibt heute wieder ein Rezensionsexemplar zu besprechen und zwar aus dem Heine Verlag. Es ist von Alexandra Pilz, Verliebt in Holly Hill. Das Ganze hat 361 Seiten und 4 Sterne von mir bekommen und es ist ein zweiter Band einer Zeitreisesaga. Es gibt bisher nur 2 Bände, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es weitergehen wird, weil der Epilog einfach nicht anders kann, als darauf hinzudeuten. Und es geht auch in diesem Buch wieder um die 17-jährige Emily. Die hat von ihrer Mutter, ich glaube, einen Brief oder so etwas erhalten im ersten Band, wo Hinweise darauf stehen, dass sie nach Holly Hill zurückkehren soll, wo ihre Mutter eine Zeit lang ihres Lebens verbracht hat. Und dort würde sie sozusagen die Wurzeln ihrer Familie wiederfinden und halt in die Vergangenheit eintauchen, was ihre Mutter ist, was sie war, wie es ihr ergangen ist. Natürlich ist es so, dass Emily sich nicht lange bitten lässt. Sie begibt sich auf den Weg nach Holly Hill und lernt auf dem Weg dorthin Matt kennen, der sie direkt in seinen Bann zieht. Also er ist irgendwie zwar auf der einen Seite sehr distanziert, aber auf der anderen Seite fühlt sie sich auch zu ihm hingezogen. Und so kommt sie in Holly Hill an und deckt die Vergangenheit ihrer Mutter halt eben auf und was sie selber damit auch zu tun hat. Und mir gefällt das Ganze auf jeden Fall sehr gut, sowohl der erste als auch der zweite Band. Im zweiten Band geht es natürlich dann mit der Geschichte um Emily und Matt weiter, um die ganzen Leute, die sie dort kennenlernt. Und sie hat sozusagen wieder einen neuen Fall aufzudecken, denn ich denke mal, ich verrate nicht so viel, als dass sie, weil es halt eben ein Zeitreiseroman ist, irgendwie im ersten Band schon durch die Zeit reist, sowohl auch als im zweiten und dort jeweils eine besondere Aufgabe zu erfüllen hat. Das Ganze ist natürlich auch verknüpft mit einer Liebesgeschichte und ich finde auch diese Liebesgeschichte sehr schön. Da gibt es große Gefühle, großes Zweifeln und hin und her gerissen fühlen. Und es besteht immer wieder die Frage, was ist richtig, was ist falsch, was soll sie tun oder was soll sie nicht tun. Und ich fand diese Liebesgeschichte wirklich auch sehr, sehr emotional und spannend. Und auch wieder diesen Fall, den es hier zu bearbeiten gab, finde ich sehr spannend. War eigentlich auch gar nicht wirklich vorherzusehen, wie ich finde. Also es war die ein oder andere überraschende Wendung da. Und mir gefällt auch der Schreibstil sehr gut. Es ist ja aus der Sicht von Emily geschrieben, wobei man da natürlich auch sehr viel über ihre Emotionen, Gefühlswelt, Wünsche, Ängste und sowas erfährt. Und das mag ich auf jeden Fall gerne. Ich hoffe, dass der dritte Band dann auch ganz bald herauskommt und bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Und ich fand auch das Ende hier sehr emotional und eigentlich wäre das Ende ohne den Epilog eigentlich relativ abgeschlossen. Ich meine, man könnte natürlich vermuten, dass es vielleicht weitergehen könnte, weil die ein oder andere Frage halt noch offen ist, aber gerade der Epilog ist dann eigentlich wieder so ein bisschen ein Cliffhanger, sagen wir mal. Der Epilog deutet auf jeden Fall hundertprozentig darauf hin, dass es weitergehen wird und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann demnächst heißt, Emily ist zurück in Holly Hill, sie ist verliebt in Holly Hill und mega hat das Ganze, wie gesagt, gefallen. Wer auf Zeitreiseromane steht, für den wird das Ganze auf jeden Fall etwas sein. Wer dann auf Liebesgeschichten steht, da ist natürlich dann die Kombination genau richtig. Und ich finde auch, dass dieser Zeitreiseroman sehr gut umgesetzt ist, dass die Idee gut ist. Ich mag Holly Hill an sich auch total gern. Es ist so ein magisches, mysteriöses und geheimnisvolles Dorf mitten in der Pampa irgendwo. Und ich finde die Atmosphäre, die davon ausgeht und auch von den ganzen Charakteren irgendwie total toll. Die Charaktere sind alle sehr liebenswürdig, schön gezeichnet, gut durchdacht, finde ich. Ich finde sie auch authentisch und alle sehr, sehr sympathisch. Die sind mir alle sehr ans Herz gewachsen. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn es demnächst weitergeht. Werft mal einen Blick darauf. Meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall. Mir hat es Spaß gemacht und es hat mich gut unterhalten. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.